Um nun bei der Formatierung von Diagrammen noch etwas mehr Übung zu bekommen, hast du die Aufgabe, das vorhin erstellte Diagramm noch neu zu gestalten. Anstatt von Linien musst du nun ein Säulendiagramm machen, bei dem diese beiden Länder immer nebeneinander gestellt werden. Diese Säulen haben feine Verläufe. Der Datenbereich hat einen einfarbigen Hintergrund, der Rahmen für das ganze Diagramm eine leicht dunklere Farbe, die Legende ist hier unten, der Titel ist etwas angepasst. Versuche nun möglichst exakt diese Darstellung, wie du sie auf der Webseite findest, zu imitieren. Falls du dir diese Umgestaltung nicht zutraust, so bleibst du einfach dran. Im Verlauf des Films zeige ich dir gleich ein paar Tricks. Ich vergrößere mal die Schrift, indem ich in den Hintergrund tippe und da vielleicht 12 Punkt wähle. Dann den Titel kann ich verschieben und den mache ich deutlich größer, 18 Punkt. Der eine Teil soll fett sein und alles schwarz. Dann soll ja der Hintergrund eine Farbe erhalten. Da wähle ich mal einfarbige Füllung. Der Datenbereich hingegen, der soll etwas heller sein. Vielleicht etwa so. Da müssen wir natürlich jetzt den Diagrammtyp ändern. Bei Diagrammentwurf habe ich hier Diagrammtyp und da wähle ich Säule und zwar gruppierte Säulen. Diese Legende ist am falschen Ort, denn Doppeltipp in den Rand kann ich hier die Position unten wählen. Jetzt müssen wir die Farben der Säulen noch ändern. Die Farbe für Indien soll rot sein. Und zwar ein Farbverlauf von rot zu einem etwas helleren Rot. Vielleicht etwa so, während China, und dort mache ich einen Doppeltipp wiederum in die Legende, blau, ein blauer Verlauf sein soll. Ja, mit einem Blick auf die Vorlage sehen wir schon, ich bin noch nicht ganz so weit. Die Farben müsste ich noch etwas anpassen. Der Hintergrund sollte einen zarten Verlauf haben. Und all diese Elemente haben Umrisslinien und einen leichten Schatten. Indem ich zum Beispiel in den Datenbereich tippe, kann ich hier diesen Schatten auswählen und allenfalls in der Größe noch etwas ändern. Genauso für jede Säule, die haben Umrisslinien und einen leichten Schatten. Aber ich denke, damit bist du gerüstet und kannst die Arbeit nun noch vervollständigen.